Ihn konnte sie nicht überzeugen. In der gerade abgelaufenen Staffel von Deutschland sucht den Superstar waren in den Live-Shows verschiedenen Gastjuroren zu sehen. Mit dabei war neben Thomas Anders 59 und Joachim Jambi 57 auch Ex-Finalistin Sarah Engels 29. Bei den Zuschauern rief ihr Auftritt gemischte Reaktionen hervor, und Vorjahressieger Jan-Martin Block, 26, war wenig angetan von ihr. Promi-Flash verriet der Sänger, woran das lag. Bei zwei von den dreien fand ich, dass sie das wirklich souverän gemacht haben, erzählte Jan-Martin im Gespräch mit Promi-Flash. Damit meine er den modernen Talking-Star, der seit vielen Jahren im Geschäft sei, und das Let's Dance-Urgestein, dessen konstruktive Kritik er lobte. Bei Sarah Engels dachte ich, okay gut, sie hat es gut gemacht, aber nicht so professionell wie die anderen beiden, fügte der 26-Jährige hinzu. Er könne nur darüber spekulieren, weshalb man sie für den Job ausgewählt habe. Mit der neuen Jury um Florian Silbereisen, 40, Ilse de Lange, 44 und Tobi Gard, 54, habe er sich anfangs ein wenig schwer getan, gab Jan-Martin zu, aber je länger die Staffel lief, umso besser haben sie mir gefallen. Vor allem im Finale hätten die drei in seinen Augen eine starke Leistung gezeigt.